Wir schreiben den 27.10.2022 und ganz YouTube ist von Jonas Zock besetzt. Ganz YouTube? Nein. Das kleine Entwicklerstudio Ozome und sein Publisher Microids bringen unermüdlich Asterix-Spiele raus mit dem Ziel, ihn Stück für Stück in den Wahnsinn zu treiben. Ja, oder so ähnlich. Nehmen wir ernst, Leute. Microids und Ozome haben es schon wieder getan. Sie haben ein Asterix-Spiel rausgebracht. Und weil nur eine Sache größer, geiler, besser, fantastischer und extremer ist als XXL, heißt das neue Spiel jetzt Asterix und Obelix XXXL. Also kein Scheiß. Das sagt Google dazu. Ey, dein X-Taste klemmt. Und ja, ne? Da das Ganze natürlich auf XXL3 aufbaut, ne, möglichst wenig Geld, möglichst viel Gewinn, haben wir wenigstens den Multiplayer mit dabei. Das heißt, Kevin und ich haben uns rangesetzt, das Ding direkt live im Stream angeschmissen und zusammen dieses Spiel gespielt. Und ja, ne, was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt hier. Und wenn ihr eine kleine Zusammenfassung braucht, so sahen meine Haare am Anfang des Streams aus und so danach. Und jetzt viel Spaß. Digga, das ist die dümmste Scheiße ever. Ja! Ich hab's gehört, yeah, ich hab's gehört. Ja, here we go! Okay, Leute, also, wie gesagt, Asterix, Widder von Hibernia. Wir spielen zusammen mit Kevin. Und ja, Kevin ist Asterix, ich bin Obelix, weil ich hier als Spieler 2 drin bin. Es können theoretisch bis zu 4 Spieler spielen, I guess. Ja. Cool, okay, so, ja. By the way, das Spiel kam heute raus, weil die es nicht wussten oder so. 40 Euro auf Steam, ja. 50 auf PlayStation scheinbar, weil Baum. So, wir ballern rein, würde ich sagen. Let's go! Ich frag mich, ob wir vielleicht irgendwann noch neue Charaktere freischalten. Ich glaube nicht. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. So, aber wir haben eine Story. Immerhin. Deutsche Vertonung. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Ich bin mal gespannt auf die Story. Bei XXL 3 war die ja basically nicht vorhanden. Adler in Hibernia niederlassen will, ja. Aber das ist ja normal. Majestätischen Insel vor der Küste Britanniens. Denn wie in Gallien hält ein Dorf, das von unbeugsamen Hiberniern unter der Führung ihres Häuptlings Whiskytonix bevölkert wird, allein Whiskytonix, ehrlich gesagt. Trotz der ständigen Angriffe naja. Geht Whiskytonix nicht nach. Dabei verfügt er über einen ganz besonderen Vorteil. Einen prächtigen Widder mit goldenen Hörnern. Ihm hat er all seinen Mut und seine Zähigkeit zu verdanken. Perillus, der für den Angriff verantwortliche General, hatte eine teuflische Idee, um Whiskytonix zu schwächen. Er nahm das verzauberte Tier gefangen, das den Häuptling ein Leben lang begleitet hatte. Der Plan ging auf und Whiskytonix, in Depression versunken, machte sich nicht mehr die Mühe, seine Insel zu verteidigen. Deshalb sucht Giratina, die Tochter von Whiskytonix, nach einer Lösung, um ihrem Volk zu Hilfe zu kommen. Als sie von einem Freund, eines Freundes der Familie, von den Heldentaten von Asterix und Obelix, den beiden berühmten gallischen Helden, erfährt, überquert sie das Meer, um diese entfernten Vettern um Hilfe zu bitten. Strongest Story auf jeden Fall. Also muss ich sagen, da ist der Zaubertrank um einiges praktischer. Ja, das würde ich auch sagen. Keratin erinnert mich ein bisschen an Ketamin. Ich weiß nicht genau warum, aber ich denke immer an Ketamin als erstes. Wenn ich ihren Namen wäre. Mich erinnert es an Giratina aus Pokémon. Auch gut. Auch fucking gut. Ja, Leute, in alter XXL3-Manier haben wir natürlich keinen Springbutton. Wir spielen das Ganze in der Top-Down-Perspektive. Möchte ich direkt was anmerken. Und zwar. Eigentlich hat Microids so ein bisschen auf die Kritik gehört. Und zwar, der Gedankengang hinter der Sache, die ich gleich zeigen werde, ist, dass ich dachte, Leute wollen springen. Was macht man mit Springen? Man tut weite Distanzen überbrücken. Ah, ich sehe schon, was du meinst. Ich weiß also, was wir machen. Ihr wollt einfach weiterkommen mit eurem Dash. Okay, dann geben wir euch einen zweiten Dash, wenn ihr gedrückt haltet, um weiter zu dashen. Ach was. Ja, gut, das ist halt kein Springen, aber okay. Komm damit. Oh, man kann damit aber hochkommen auf Dinge. Nee, kann man doch nicht, sieht nur so aus. Ja, okay. Ja, gut, was auch immer. Interesting. Alles ist gut. Was ich noch dazu sagen muss, neue auch Verbesserung, ich find's gut, dass wir farbige Kreise unter uns haben. True. Oh. PvP ist on. PvP ist on. Nee, ich glaube nicht, weil wir nämlich keinen Schaden bekommen. Ja. Wir werden kurz gestunt für eine halbe Sekunde. Das wird wahrscheinlich noch belastend, weil, Fun Fact, das Schlagen mit Zielsuchfunktion ist immer noch drin von XXL3. Das heißt, wenn du irgendwo in der Nähe von etwas schlägst, Alter, meine Verbindung kackt ab. Was haben wir denn hier? Oh, ich hab Mickelstein. Ja. Ja.
Was ich auch noch anmerken muss, guter Wein, es gibt jetzt zwei Angriffsbutton. Es gibt jetzt einen schweren und einen leichten Schlag. Ja, gut. Macht's nur noch komplizierter. Also gut, es ist halt basically XXL3, nur mehr davon. Guck mal, die Stelen umfunktioniert. Okay, tritt mehr, um mehr zu erfahren. Ich bin doch schon ganz nah, was soll ich denn noch das, tun? Das ist die Sache. Guck, wenn du jetzt weggehst, können wir hier runter. Okay, warte, noch ja, weiter weg. Das ist, nein. So, jetzt. Als so, ob. Wenn du jetzt hingehst, als ob. Dann kriegst du die Information. Oh boy, okay. Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall gameplay-technisch bisher sehr nach XXL3 an, kann man ganz klar sagen. Das hier ist, by the way, mein schneller Angriff gerade. Ich hämmer X. Ich hämmer X wie bescheuert. Lass einen Hink gestellen, okay? Ja, aber ich bin Obelix, okay? Ah, drücken, um zu preschen. Das hat richtig gut funktioniert. Na, alles klar. Nice one. Ich gehe einfach hier lang. Ah, nee, gehe ich nicht. Kannst du nicht. Okay. Ich dachte, du hast nur 10 Kohlebatterien. Das sind sich, denke ich, alle. Digga, was zum Fick für 10 Kohlebatterien? Das sind ganz normale Lithium-Akkus. Zink-Kohle-Batterien, Alter. Ist auch scheißegal. Tatsache ist jedenfalls, dass das ganz normale Akkus sind. Die sind einfach nur leer, weil ich halt davor 11 Stunden lang übers Wochenende ein Game gezockt habe auf demselben Akku. Und davor schon Stray auf demselben Akku. Guck mal hier. Ah, halt. Und los, um lange zu preschen. Und man sieht sogar, wo man landen wird. Ja. Das ist natürlich ganz nice, ne? Das ist natürlich ganz nice. Das muss ich sagen, das ist gut gelöst. Ja, aber ich will trotzdem einen Springbutton. Das ist schon, aber man muss den Entwicklern auch Credit geben. Wenn das Game Design so ist, dass es dass es quasi nicht Springen von einem verlangt, dann ist es ja auch fein. Ja. Ich habe mal eine Frage. Wie fühlt sich das Gameplay an? Also für dich so. Exakt wie XXL3. Nein, ich meine von Lag und so. Ach so, ja, solange es läuft, läuft es. Aber wenn es halt mal nicht läuft, dann läuft es halt gar nicht. Okay, das hatten wir jetzt einmal gehabt, okay? Ganz kurz. Ja, ich habe am Intro schon manchmal das Signal bekommen, dass es nicht richtig läuft. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Egal, aktuell läuft es. Aktuell läuft es. Also ja, okay, gut. Wenn es nochmal schlimm werden sollte für längere Zeit, dann... Ja, dann gucken wir. Nee, Leute, wie gesagt, wenn irgendwas ruckelt oder sowas, das ist höchstwahrscheinlich dem Remote-Play geschuldet. Ich meine, ich kann zur technischen Sauberheit des Spiels aktuell noch nichts sagen. Da kommst du aber nicht durch. Aber ich hatte bisher noch keine Ruckler. Kannst du da durchrutschen irgendwie? Nö, ich hab's versucht schon, ob ich irgendwie... Okay, dann ignorieren wir das einfach. Scheiß drauf. Aber ja, das ist halt Remote Play. Ach, wir können einfach was rumlaufen. Lol. Die sind noch ein Hinkelstein gewesen. Ja, ich hab ja einen. Ein goldener Helm. Helm erhalten, was haben wir uns das da gesagt? Warte mal, kann ich jetzt... Oh, ups. Ich bin gespannt, wie viele Bugs wir sehen werden. Das ist das, worauf ich warte. Ach. Das ist das, was ich meinte. Dieses, ne, magnetische ranziehen quasi. Sobald du aber irgendwas schlägst in der Nähe. Ein Wasserschild hingestellt. Ja, das heißt nicht schwimmen. Ich das weiß, heißt, aber sie haben ein Schild hingestellt. Oder warte, lass uns das testen, weil der XXL3 konntest du nicht schwimmen. Ja, okay, danke. Frage aber geklärt. Hey, wieder Verbesserung. Sie ersparen dir eine lange Ertrink-Animation. Ja, das stimmt. Und es fadet nicht zu black. Ich verlange, dass ihr dieses junge Mädchen in Ruhe lasst. Sie ist kein junges Mädchen. Sie ist eine Spionin, eine Hibernierin. Eine Gefangene. Aber natürlich ist sie ein junges Mädchen. Die spinnen die Römer. Hast du das gesehen, Asterix? Ja, hab ich. Los, helfen wir unserem Druiden und der jungen Dame. Was? Wann kam das raus? Heute. Kann man es zu zweit spielen? Ja, bis zu 4 Spieler. Nur lokal. Ja, eigentlich nur lokal. Deswegen tricksen wir halt ein bisschen mit Screen-Übertragung und so weiter. Hilft der Person in Not. Ah, ja. Guck mal, das ist meine Waffe. Speer. Und was habe ich? Wir haben einfach nur einen Stock. Billo, Alter. Kann ich meinen Hinkelstein wieder? Okay. Warum ist mein Hinkelstein weg? Blöde Frage. Weil du den zum Stock gewechselt hast. Ja, aber nein. Ich hatte ihn gar nicht mehr davor. Der war einfach weg. Weil Zwischensequenz. Das ergibt gar keinen Sinn. Was tust du siehst da du das, was ich sehe? Ja, du hämmerst deinen starken Button. Ich halte den gedrückt. Ich ja, glaube, die Animation ist ein bisschen verpackt. Nee, das oder ist einfach halt Absicht, so. Glaube ich. Das soll halt dieses Schnellschlagen simulieren. Okay, gut. Guck mal, da ist ein Hinkelstein. Das ist doch ungefähr XXL3. Das ist 1:1 XXL3, wo. Ah, ja, nice. Ja, toll, genau das wollte ich. Ich hab ein Stückchen. Sammle Energie an, indem du Römer angriffst. Je mehr Energie du hast, desto stärker dein ultimativer Angriff. Was für ein ultimativer Angriff?
Seit wann haben wir einen ultimativen Angriff? Meine Freunde, ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Und selbstverständlich, Bruder! Ah, jetzt haben wir einen ultimativen Angriff. Der linke Trigger. Okay, rein damit. Oh, nice Animation. Aber was tut es? Okay, Bruder! Okay. Okay! Ich würde jetzt zwar meinen einsetzen, aber das wäre eine Verschwendung. Ja, ja, total. Vielen Dank, Asterix und Obelix. Dürfte ich vorstellen, Keratina. Sie kommt direkt aus Hibernia. Ist gut, alter Mann, brauchst du eine kurze Verschnaufpause? Ja, ja, brauche ich. Vorfahren niedergelassen haben. Hibernia? Ist das nicht die große Insel vor der Küste Britanniens? Ei, ihr seid in Geografie genauso gut wie im Kämpfen, meine gallischen Freunde. Keratina ist gekommen, um uns um Hilfe zu bitten, weil die Römer den geliebten Widder ihres Vaters gestohlen haben. Die wollten da bestimmt nur Mittagessen draus machen. Die spinnen doch, die Römer. Die spinnen die Widder. Ohne ihn ist der Häuptling verloren und voller Kummer. Ja, armer Papa. Sie haben sein Glückswidder Okidoki. Die Zwischensequenzen sind dabei genauso kacke langweilig wie in XXL3. Einfach statisch dastehen tun die. Nicht mal irgendwelche Mundanimationen, nichts. Aber woll ich. Ich finde den Namen Okidoki gut. Wie dem auch sei. Ich finde, ihr solltet nach Hibernia gehen, um Keratina und ihrem Vater zu helfen. Die Sprecher ändern sich auch mit jedem Spiel. Das habe ich gerade überlegt, ob das dieselben Asterix- und Obelix-Synchronsprecher eigentlich sind, die wir haben. Wundert euch nicht, die Hibernier reden so. Ja, die Briten auch. Die Briten! Ey, Junge, nach jeder Zwischensequenz ist mein Item oder unser Item weg. Wie dumm. Oh. Das ist voll kacke. Oh. Okay, hast du gerade Essen aufgehoben? Und gegessen, ja. Du musst B drücken zum Aufheben und dann schlagen zum Essen. Okay. Finde ich gar nicht mal so gut, weil im XXL3, im ersten Teil sage ich schon, das ist so dumm, Alter. In XXL3 war das so, dass du halt einfach drüber gelaufen bist, dass du automatisch geheilt. Das fand ich einfacher. Ein Vorteil, dass das haben könnte, ist, dass man sich nicht aus Versehen triggert. Ja. Ja, ja, aber mach's halt umständlich, aber du musst deine Waffe immer erst loslassen. Finde ich nicht gut. Ich kann es kaum erwarten. Oh, da ist wieder ein Hinkelstein. Stimmt es, was sie über die Felder sagen? Also Obelix klingt wie Obelix, da kann man sich nicht beschweren. Asterix klingt auch wie Asterix. Ich glaube, das sind dieselben Synchronsprecher wie in XXL 3. Und wenn nicht, sind sie akzeptabel genug. Ja, ja. Voll okay. Oh, Objekte schieben. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ehrlich gesagt. Aber. Bin mir nicht sicher. Oh, warte mal, warte mal. Oh, also so leicht jumpen kann man doch. Nicht so wirklich, aber so leicht schon. Ich glaube, du hast es nicht beabsichtigt, war tatsächlich hier hochzukommen. Ich glaube nicht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir schon dabei sind, auf die Backliste. Wenn wir schon dabei sind. Den Römern erst ein paar Ohrfeigen verpassen. Oh, schade. Es ist lustig, wie man so durch die Gegend glitscht, irgendwie, wenn man gegen die Wand springt. Das Wasser sieht ganz fancy aus, muss man sagen. Ja. Römische Zelte. Ja, machen wir kaputt. Au. Oh nein, wir müssen auf die Flöcke zielen. Echt jetzt? In XXL 3 war es so, dass man einfach nur random auf das Zelt draufballert. Also bisher ist das alles so Verbesserungen, wo ich mir denke, ja, aber macht's halt komplizierter. Muss das wirklich sein? Musste das sein? Oh, ich kann durch durch das Ding hier durchlaufen. Mein Hinkelstein ist weg. Haben wir eine Haltbarkeit? Nee. Nein, ich habe ihn nicht mehr. Das kann sein, dass die eine Haltbarkeit haben. Okay. Aber ist das nur eine Bank? Ja. I guess. Ja, mein Schild ist auch gerade kaputt gegangen. Die haben eine Haltbarkeit. Krass, okay. Na ja, gut, why not, ne? Why not? Hm. Das ist der Obelix-Sprecher aus Olympic Games. Echt? Sure? Okay. Why not? Okay. Ah, da kriege ich wieder das Verbindungssymbol, aber noch läuft's. Guck mal, der kleine Asterix mit dem großen Brett. Oh Mann, Alter. Kommt her, ihr Römer, ich mach euch fertig. Ich klopf die jetzt mit dem Schinken kaputt. Kannst du nicht, du kannst damit nicht schlagen. Ach so, stimmt, scheiße, ich vergessen. Oh, warte, vielleicht geht ein schwerer Schlag. Oh mein Gott, jetzt kommt hier echt noch Plattforming dazu. Weil es in dem Spiel ja, oh mein Gott, Alter, ist nicht euer Ernst. Es funktioniert, weil du zielen kannst. Ja, aber. Aber nicht so wirklich. Okay. Lassen Sie den Plattformer mal anders machen. Ja, musst du, glaube ich, tatsächlich, weil Obelix zu fett ist. Ah, System verstanden. Ja, was, wenn du im Einzel... Obwohl, doch, dann kannst du wechseln. Stimmt. Ja, im Einzelspieler wechselst du den Charakter. Okay.
Begib dich zu Keratinas Boot. Na gut. Eine Sache möchte ich kurz testen. Sekunde. Die Kamera, ja. Das ändert kaum was, Digga. Das ist literally so 2 Pixel rausgezoomt. Ja, okay, wenn du von lang auf kurz gehst, merkst du, aber von mittel auf lang merkst du kaum Unterschied. Dann machen wir auf lang. Ja, mach auf lang. Ja. Kapiteln gibt es 4 goldene Römerhelme, die gesammelt werden können. Also basically die Lorbeeren, alles klar. Apropos Römerhelme, wir haben noch keine Helme gesehen, oder? Also normale Stimmt. Helme. Haben die Helme aus dem... Alter, als ob die Helme aus dem Game genommen haben. Ey, bitte, Digga, bitte. Aber hey, du kannst Dinge werfen, das ist cool. Ja, aber es funktioniert nicht. Ich hab das mitten durch die Kiste geworfen, das Ding, und ist nichts passiert. Also, das habt ihr gesehen, oder Leute? Das Ding ist mitten durch die Kiste geflogen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht aufgepasst. Das ist auf jeden Fall mitten durch die Kiste geflogen, der Hinkelstein. Und das hier ist die 2. Geschicklichkeitspassage derselben Art innerhalb von 5 Metern. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Du musst die Fähigkeit ja in Fleisch und Blut übergehen ja, lassen. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen arg-kritisch gerade, ist okay. Okay, das ist die 3. dieser Art. Jetzt ist okay. Langsam gut, oder? Das ist... Also... Okay. Jetzt ist langsam fein, I guess. Oh, ja. Mann. Ich der Trigger. Entschuldigung. Ach so, genau. Ich kann ja auch nochmal hier. Jawohl. Das war gerade keine natürliche Bewegung von dem Hinkelstein. Oh, das ist schlecht. Der liegt jetzt da ein bisschen ungünstig, glaube ich. Warte mal, Edelfix buddelt da unten. Ist da was? Also in XXL 3 gab es da Dinge zu finden. Mit Edelfix. Ah, soll egal sein. Kannst du nicht... Okay. Wollte gerade sagen, einfach in die Ecke zielen. Magnetisch. Magnetisch. Echt jetzt? Oh mein Gott. Bin ich denn eigentlich schon wieder da? Jonas, kann ich auch an FaxiCell? Kann ich auch an FaxiCell? Was? Kann ich an FaxiCell auch spielen? Ja, natürlich kannst du an FaxiCell auch spielen. Hä? Wer soll dich daran hindern? Was habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Ja, selbstverständlich kannst du das, wobei ich weiß nicht, ob du das kannst, aber theoretisch könntest du jedenfalls. Was versuchst du, Jonas? Ja, ich will darüber. Willst du den Hinkelstein wieder haben? Ja, natürlich. Ach, fick dich, ich gehe einen außen rum. Nimm doch den Stock mit, nimm dir doch so einen ich Stock. Ich will keinen Stock, ich will meinen Hinkelstein. Oder geh doch einfach hier hoch. Ich will den Hinkelstein. Ja, hast du ja jetzt, hättest nur hier hochlaufen müssen. Ich die ganze will Zeit. Den Hinkelstein. Ah, er ist kaputt. Das Spiel hat ihn jetzt schon kaputt ja, gemacht. Total. Boom. Es gibt echt keine Helme, ne? Die Gegner droppen keine Helme. Ich glaube, die haben, es gibt ein Punktesystem, aber es gibt keine Helme. Aber hey, ich hab noch meinen Hochschlag. Ich glaube, die haben echt das Helmsystem quasi komplett rausgenommen. Die Säcke. Ja. Die Säcke. Was, also, nenn mich verrückt, aber ich glaube, dass Edefix auf einmal irgendwie aufploppt und manchmal verschwindet. Ja, habe ich vorhin auch schon gesehen, glaube ich. Oh, wir haben ein Achievement bekommen. Oh, nice. Hier Dings, Leon sagt, danke für die Präsentation, 1-. Strong, Alter. Gern geschehen. Willst du deinen fast durch den Hinkelstein ersetzen? Ist egal. Nach der Schützenfest ist es eh weg. Ei, das ist ein brutaler Trick von diesen römischen Amadans. Was für ein Trick? Das ist kein Trick, das ist ein kaputtes Boot. Das ist ein. Es sieht aus, als wäre da irgendwas angespült worden, was halt Boot zerschlagen hätte. Die spinnen die Römer. Beim Teutates. Ich wusste gar nicht, dass man das in Hibernien auch sagt. Oh, das sagt man überall. Jetzt lasst uns nicht trödeln. Suchen wir ein anderes Boot. Das ist so ein, Weltsprache-Ding. Das ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wirklich? Aber vielleicht haben die Römer eins. Wir gehen einfach zu ihrem Lager und... 10 Minuten in-game und Jonas dreht ab, holt Hilfe. Ja, bitte. Man nennt das bitte. Ein hinbringendes Geschäft. Ey, ganz ehrlich... Die meint es mit der Story echt gut, glaube ich, aber ich finde die fucking langweilig. Und es ist so ausgiebig erzählt. Die ganzen Charaktere quatschen immer so ausgiebig und es fühlt sich so unnatürlich an irgendwie. Oder? Alter. Können wir das abusen? Weiß ich nicht. Kann man währenddessen steuern? Nein, man fliegt nur gerade hoch. Ja, nee. Kann ich da hoch? Auch wenn er keine goldenen Hörner hat. Aber was passiert, wenn ich den Sprint-Move mache und du gleichzeitig auf mich draufballerst? Warte mal. Okay, Moment. 3, 2, 1, jetzt. Oh, jetzt ist er weggerümpft. Okay. Warte. 3, ja, okay.
3, 2, 1, jetzt. Ja, okay, ja. Das geht nicht. Errungenschaft freigeschaltet, nice. Hey, was mit dem Fleisch? Rein damit. Geil, ja. Aquarium! Wieso heißt eigentlich... Wait. Die deutsche Übersetzung sagt... Weil dieses Gebiet, wo wir gerade sind, heißt Gallia. Das müsste Gallien heißen. Die haben Gaul mit Gallia übersetzt. Das ist... Nein. That's not how it works. This is not how this works. Oh boy. Das kann was werden hier, Leute. Das kann was werden. Ach du Scheiße. Was? Ey, Digga, ich will den da. Achso, okay, I see. Ich schätze, geht das mit mir oder bin ich zu fett? Ich schieß den Fetteren hoch. Okay. Wir werden den Römern in ihrem Lager eine Lektion erteilen. Du musst auf den Stein. Wird alles gut gehen, meine gallischen Freunde? Ja, aber selbstverständlich, meine britische Freundin. Ibernisch, nicht britisch. Das ist doch selbe. Ibernia ist eine Insel vor Britannien. Also es ist Britannien. Das ist doch ganz klar. Das ist wie, keine Ahnung, Österreich, was ein Land vor Deutschland ist. Also es ist Deutschland. Ganz klar, oder? Aua! Das war meine Antwort dazu. Oh mein Gott. Soll ich mir was sagen? Ich freue mich auf die ersten Räume mit Schild. Das wird richtig funny wieder. Oh ja. Was habe ich hier? Einen Suppenlöffel. Oh, jetzt nicht mehr. Das ist die Suppe, Feind! Ein Löffel. Oh Mann. Oh! Ah, wir sind im Lager? Ah, wir sind im Lager. Und ich habe keine Waffe. Toll. Die liegen überall Waffen. Warum steht da, du brauchst einen Gegenstand? Ich brauche keinen Gegenstand. Das hat funktioniert doch. Was wollen die? Die Römer fliegen rechts und links. Bogenschützen. Und ich brauche einen Gegenstand. Ja, die kloppen wir weg. Gar kein Problem. Ah, es wird angezeigt, wo die hinschießen. Okay, die Bogenschützen sind weniger nervig. Du kannst dich gegen Bogenschützen wehren. Wie? Achso, ja, mit Fernkampf. Klar, okay. Okay. Ich bin Jonas Zock, Beruf Diktator-Versteher. Ja, selbstverständlich. In meiner Freizeit bin ich Hobby-Diktator. Ah, jetzt sind wir erst in Aquarium. Ups. Okay. Das war die Hinfahrt zum Lager-Aquarium. Na, ich glaube auch. Ja, nee, das war Aquarium. Willst du mich verarschen? Nee, wir gehen jetzt erst rein. Das sind die Sachen, die wir erreichen können. Ach so, Nee. Okay. Das sind unsere Ziele. Okay. Ja, dann Gold, oder? Gold ist das Ziel. Let's go. Ich glaube, wir haben jetzt schon verkackt, weil wir einfach zu lange hier gebraucht haben. Aber wir haben Multiplayer-Vorteil. Also, hey. Außer die haben skaliert im Multiplayer. Ich glaube nicht, dass sie so schlau waren, aber... Wollte gerade sagen, das wäre klug, wenn die es angepasst hätten, aber ich glaube nicht. Ich bin sehr sicher, dass sie es nicht getan haben. Ja, ich eigentlich auch. Hallo? Hey, warum kommt da die ganze Zeit drüber raus? Lol. Ah. Alter, die labern ja die ganze Zeit nur durcheinander. Was soll das denn? Wo sind mehr Römer? Es gibt keine Römer mehr. Ich glaube, wir müssen weiter. Nur, wo geht's weiter? Ah, da geht's weiter. Cool. Okay, jetzt zack die Kamera halt ein bisschen, weil ich hier unten kaum was sehe, aber okay. Passt schon, I guess. Frisst Bank! Klingt wie so ein abgestochener Köter. Kann man mit dem Schinken werfen? Oh mein Gott, man kann den Schinken werfen! Frisst Bank! Kann ich da hoch? Nein. Ah, dann hol du den. Ah, okay, well. Friss Bankrömer. Sehr gut. Wie geht's weiter? Ah, da hinten. Echt so. Friss die mächtige Bank. Zack. So, wie mache ich den? Hä, wieso steht da die ganze Zeit? Du brauchst einen Gegenstand. Was soll das denn? Ich brauche keinen Gegenstand. Ich schlag doch alles klein und klein. Das ist so dumm. Sie brauchen einen Gegenstand. Ja, what the fuck, Mann. Oh, Keulen. Komm, ich krieg Keule. Komm. Ein damit.
Ich glaube einfach den ultimativen Ulti. Angriff. Oh mein Gott, du hast die. LOL. Oh LOL. Okay. Du hast die mega klatschen. Ich glaube auch, ja. Wie hat er das geblockt? LOL. Alter. Alter. Wie hast du die Ulti weg? Was labert der? Was habe ich gemacht? Die Ulti. Mit LT, mit dem linken Trigger. Ah, okay, ich habe meine Ulti gerade verloren. Okay, gut, dann gleich. Ich weiß nicht, wie die Ulti. Du kannst die machen mit LT. Er will sie nicht machen. Hä? Doch, du musst einfach nur LT drücken. Ah, nee, du bist gerade in der Ulti, glaube ich. Nee, bist du nicht. Hä? Du musst einfach LT drücken eigentlich. Nee, ich habe LT gedrückt, der wollte es nicht machen. Ja, aber deine Leiste ist voll. Eigentlich. Ja, keine Ahnung, du. Ach, hier irgendwo ist noch ein Römer. Klassischer Kistenwahnsinn von Ozom. Ist so, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Wieder alles voll mit Kisten. Was geht denn? Ach, hier ist noch scheiß Lager. Mm. Ah, jetzt. Ah, siehst du? Oh, Zauber. Oi. Okay, damit kannst du mich wenigstens nicht treffen, immerhin. Das ist ja schon mal gut. Lol. Du hast die Parkbank weggeworfen. Hä? Was? Ich hatte gar keine Parkbank, dachte ich. Nein, ich meine ich. Achso, ja, okay. Oh, ein Hinkelstein! Ein Hinkelstein! Hinkelstein! Ich sehe schon, du bist so der Hinkelsteiner und ich der Parkbanker. Hä? Die Ulti ist ja wie meine andere, ne? Gerade eben war meine Ulti anders. Wahrscheinlich kommt drauf an, wie du ob du einen Gegenstand trägst, welches Gegenstand du trägst. Ja. Das kann tatsächlich sein. Wieso verstecken sich die Römer euch die ganze Zeit hinter Kisten? Was soll das? Chess, I hate them. Hä? Der Römer war auf mir drauf gerade, aber okay. Also, dass sie die ganze Zeit durcheinander labern, finde ich schon mal wieder sehr anstrengend gerade. Ja, das ist sehr nervig. Ja. Hast du den Hinkelstein gerade gesehen? Ja. Der hat einen in Space gemacht. Maximal abgehoben gerade. What the fuck? Das war wild. Das war sehr wild. Nein, ich habe ewig gebraucht, um das Ding aufzustellen. Ja, dann ist es jetzt mein Problem, Bruder. Besiege alle Römer im Lager, Aquarium. Ja, ach was, Bruder, was denkst du, was wir hier tun? Au. Okay. Ich will nicht die. Ich will die Schriftrolle. Wo geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Ja, irgendwie. Hä? Achso, warte, müssen wir darüber boosten oder was? Ne, wieso? Du kannst auch hier hochlaufen. Achso, ja, okay. Was verbirgt sich hinter diesem riesigen Kistenberg? Nichts. Ah, da oben ist der Schalter. Ah. Ach, da oben. Aha. Gebt mir eine Keule. Oh lol. Ach, heißt im Auto Obelix. For real. Was ist mit dem Bogenschützen da oben gerade los? Alter, wie nervig das ist, Junge. Die quatschen nur durcheinander. What the fuck? Das ist ja mal super anstrengend. Ich glaube, ich frecke gleich tatsächlich. Oh, Ulti-Zeit. Ulti-Zeit. Ja. Okay, die Ulti mit dem Fass, die sackt ein bisschen. Also wenn man einen Gegenstand hat, ist die Ulti echt ein bisschen scheiße. Ja, aber du nur eine Welle machst, so. Ich glaube, wir sollten mal dieses Zelt wegmachen, ne? Ja. So. Oh. Sollte. Was geht denn ab mit den Viechern, Alter? Okay, wir sollten aber die Bogenschützen loswerden, glaube ich. Raus mit den Viecher. Ah! Mann, du hast mein Dings abgebrochen. Mein Sprung. Okay, ich kann jetzt hier halt nur nach oben weitergehen. Alter, bleib doch mal stehen! Sau.
Okay, jetzt lass mal die Bogenschützen da hinten noch wegmachen. Oh lol, ich hab Römer mit Römer erledigt. So, über da. So. So, jetzt einfach schön systematisch die Korken rausziehen. Jawohl. So, jetzt hole ich mir noch den Bogenschützen da hinten. So, jetzt mache ich Captain. Danke dafür. Gallamerika. So. Zwei noch. Ich bin Captain Gallien. Irgendwo pimmeln noch zwei Gegner rum. Da war einer. Ah, hier oben. Und da unten ist. Oh nein. Schnappen dir. Ja. Au ihm in die Fresse. Ah, Leute, da sind wir noch hochgekommen. Well. Oh. Well. Hast du denn nicht mal? Hör mir nicht so gut. Wir sind deren ganze Vorräte. Wir zerstören den ganzen. Ohne Keule. Rein damit. Ah, oh, ups. Okay. Ja, moin, Alter. Wir haben nur eine Mission bei der Zeit geschafft. Well, I guess. Aber bei. Verschissen? Ich glaube, verschissen. Was soll's? Egal. Komm durch. Ha! Ich hab eindeutig gewonnen. Aber ich hab die meisten Treffer mit geworfenen Gegenständen erzielt. Ja. Ja, ich werfe alle ab. Gut, machen wir weiter in Gallia. Digga.